Throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Hallo Leute und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Let's Hack. Ich mache dieses Mal eine Folge mit Sprachaufnahme, also das heißt, ich rede auch dazu. Und zuerst wollte ich euch mal zeigen, welchen Client ich heute benutze. Die letzten Videos hatte ich den Client United, aber der ist leider, der ist auch sehr gut, aber das ist immer so schwierig, diesen Hub aufzurufen, das heißt, wo man die ganzen Sachen einstellen kann. Und ich zeige euch jetzt erstmal, welche Hacks ich alle anhabe. Ich habe den Triggerbot an, den mache ich aber aus, die Killaura, die habe ich an natürlich. Den Chest Sealer, das heißt, es wird immer alles aus der Kiste genommen. Bei Skywars ist es praktisch. Commands, ja, Inventory Plus ist halt, du kannst im Inventar laufen. Das heißt, wenn du das Inventar offen hast, kannst du dann laufen, wie man jetzt sieht. Und K-Binds ist halt, dass ich mit M zum Beispiel Fly anmachen kann und wieder aus. Wenn ich das ausmache, kann ich, wenn M drückst, dann passiert einfach gar nichts. Bei Movement habe ich No Slowdown, das heißt, wenn ich irgendwie einen Apfel esse, dann werde ich nicht langsamer dadurch. Sneak heißt, das mache ich mal aus, das bringt nichts. Speed ist halt, ich bin schneller, jetzt zum Beispiel bin ich nicht so schnell, jetzt bin ich noch schneller. Und Sprint ist halt, dass die Steuerungstaste sozusagen immer gedrückt gehalten bleibt. Das heißt, ich sprinte einfach immer. Velocity weiß ich selber nicht genau, was es ist, aber Auto Armor ist, die Rüstung wird immer automatisch angezogen, die beste Rüstung. Auto Heal funktioniert, glaube ich, nicht. No Fall funktioniert, glaube ich, auch nicht. Dann bekommt halt keinen Fallschaden. Regeneration funktioniert, glaube ich, auch nicht. Suit weiß ich auch nicht genau, was es ist, aber Fullbright ist, zum Beispiel, wenn es Nacht ist, dann ist es ganz hell auf der ganzen Welt. Gut, HUD ist halt das hier. Name Protect ist halt auch irgendwas mit den Namen von den Spielern. Name Tag ist halt, dass man die Namen besser und größer sieht. Und Search weiß ich selber nicht mehr. Waypoints brauche ich eigentlich gar nicht. Speed Mine ist halt, man kann schnell abbauen. Ich muss kurz nochmal in meine Kill Aura Settings. Movement kann ich mal zumachen. So, Convert, Kill Aura, das ist nur auf Player, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Runde wieder, bis gleich. So, da sind wir auch schon in der Runde drinne. Das Ganze ist auf dem Hypixel Server, das war in den letzten Runden ja auch schon so. Und wie man jetzt schon sieht, die Kisten werden automatisch geleert durch den Chest Dealer. Und ich habe schon mal ein Steinschwert, ist nicht sehr gut, aber... Und die Eisenhose wurde auch schon automatisch angezogen. So. Dann können wir eigentlich auch schon zu dem nächsten rüberfliegen. Ich muss kurz noch den Sprint ausmachen, das war F, genau. Aber ich habe noch ein verzaubertes Steinschwert. Dann gehen wir mal zu dem ersten Gegner. Oh. Okay, das war falsch, auf jeden Fall. Ich bin noch etwas unerfahren im Hacken, aber so, genau, dann fliegen wir mal rüber. Kill Aura ist auch an, genau. Das Fliegen ist leider nicht so schnell, aber das passt ja schon. So, da sind wir schon in der Mitte. Ach, der Spieler ist runtergefallen, okay. Und meine Kill Aura, die ist auf jeden Fall ziemlich nice, wie man hier sieht. So, den habe ich auf jeden Fall. Mit nur ein Diamant, okay. Okay, die Kisten schon gelootet, ja. Gehen wir mal gleich zum nächsten rüber. Eigentlich F, M. Ich bin von den anderen Clients gewöhnt, dass F für Fly ist, aber M ist für Fly. So. Oh, da habe ich noch ein bisschen Fallschaden bekommen. Aber meine Kill Aura macht das, glaube ich, noch. Ja, der hat, glaube ich, keine... Oder doch, der hat eine Waffe. Aber cool, der hat gute Rüstung. So, das wird automatisch nicht ausgetauscht, leider, bei dem Client. Bei dem anderen Client wurde das immer automatisch ausgetauscht. Aber... So, ich brauche mal was zu essen. Wie man jetzt schon sieht, ich esse was und bleibe trotzdem schnell. Wo sind denn die nächsten Spieler?
Da. Ich sollte ein bisschen regenerieren, aber ich kann schon mal rüberfliegen. So, mein Menü kann ich auch mal zumachen. Oh, der hat auf jeden Fall Diamantsachen. Das, ich überrasche den mal so ein bisschen von hinten. So. Ciao. Okay, den habe ich auf jeden Fall. So, noch ein Spieler übrig. Den bekomme ich, glaube ich. So, der wundert sich jetzt bestimmt, warum hier einer rumfliegt. So, ich hoffe mal, ich kriege den. Ja, der hittet mich aber gar nicht. Den kriege ich, glaube ich. Der macht aber ganz schön ordentlich Schaden. Okay. Die Runde habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ja, das war's auch schon wieder. Ich glaube, wir hängen noch eine Runde ran, aber ja, das war auf jeden Fall schon mal eine witzige Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal eine Bewertung da. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde. Ich habe jetzt doch keine zweite Runde noch aufgenommen, weil ich keine Zeit hatte. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einfach eine Bewertung da, positiv oder auch negativ. Ich bin halt noch ziemlicher Anfänger. Aber ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.